Ja, aber jetzt kommt das haben wir ja schon gesehen. Da hat Banane echt super gut gespielt. Ja, und es geht dann um den zweiten Seed, ne? Weil es sind ja, ja drei Leute, vier Leute im Pool. Genau. Das ergibt Sinn. Ja, letztes Mal war es ein 3-1 für Banane. Aber so wie Nick Strike gerade spielt, könnte es natürlich jetzt auch ganz anders aussehen. Ja. Besonders der will den zweiten Seed. Und ist ja Best of Three, da würde ich tippen, dass Nick Strike diesmal Dreamland bannt, weil das sah ganz schön schlecht aus. Ja, wahrscheinlich schon, ja. Dann hat er dann Yoshis oder FD, das ist eigentlich auch gut. Welchen Plan B, wenn es nochmal Freeway-Tie gibt? Ich glaube, es Wir können auch legitim Schere, Stein, Papier spielen. Oder einfach auswürfeln. Das wäre auch sick. Schön. Ey, oh, Home Run Contest. Wir haben weitesten kommt damit. Ja, nächstes Mal sofort mit dem Dog Lead, wow. Ja, langsam ist er hungrig. Ja, lässt sich auch hier nicht beim Runterkommen, beim Kommen und Treffen, wenn er mal irgendwas auf Shield hittet. Ja, die Jab Samus Pressure ist ziemlich cool eigentlich. Die mag ich voll gerne. Und down air, oh wow, er musste so gut spacen, damit es hittet, oh. Damit er nicht getradet. Hey, Nick Strike pretty. Kommt aus dem Komori-Set gerade. Jetzt spielt er hoch. Ja, aber die Abi war richtig schlecht. Das war nur nicht, muss man leider sagen. Jetzt können wir auch machen. Sick. Also, Nick Strike hat einen gemacht, Komori einen passiert. Und Banane wieder noch. True. Wahrscheinlich auch der letzte Shieldbreak, den wir heute sehen werden. Wahrscheinlich. Also ich hoffe nicht, aber ja, es ist wirklich so selten. Oh, sick. Aber ich dachte, er hätte seinen Jump. Wow. Oh mein Gott. Dafür, was für ein Watch das eigentlich in Pools war, Banane, Nix Red, sieht es viel zu gut aus für Nix Red jetzt. Also ich meine, Nix Red hat schon ein Game gezogen, aber es hat sich nicht so close angefühlt. Ja, es war schon so, das eine Game ja, aber sonst war es sehr convincing für Banane. Aber ich meine, nach so einem Game gegen Komori ist es auch echt schwer, nicht wirklich die Confidence zu haben. Ja, ja. Beim Komori ist er kein schlechter Spieler oder so. Ja, nein, auf keinen Fall. Er hat ihn halt trotzdem angekackt. Ja, das ist true. Ja, schön, Mann. Nix Strike spielt gerade so schön. Ja, oh, krass, hast du diese Rakete gedodged. Das war ein bisschen scary. Ja, das Race Game war auch stark. Schön. Ich dachte, er geht einfach dafür, aber muss man auch echt nicht. Ich meine, er hat 30 Dots, also. Ja, ich meine, er kann es schon. Aber so prozentual, wie oft das funktioniert, ich weiß nicht. Oh. Ja, schön. Guten alten Double Laser. Oh, das hat er so Geduld. Ja, ich habe nichts schon lange nicht mehr so gut spielen sehen, muss ich sagen. Ja, er droppt gar nichts. Wow. Er gibt Banane wirklich nichts, womit er arbeiten kann. Das ist so viel vorsichtiger einfach. Viel geduldiger. Aber wenn er mal einen Punch hat, dann kackt er drauf. Übel. Ja, ist mal stark. Muss ich fragen, wo er hingeht, Fountain? Ja, Dreamland aus der Question raus. Ja, Trade mit der Abi, der ganz schlimm für Nix Red. Aber ist nichts Großes draus passiert. Down Air? Nee. Ich denke mal, dass man auf der Top Left eine Down Attack Chase macht, aber den kann man eigentlich bestimmt schon auch slide offen. Kann sein. Schön. Ja, wurde geklippt von der Nair. Ah, schade, dass du ein bisschen getroffen hast. Und dann der SD. Ja, Stock Lee ist in diesem Match aber auch echt wichtig auf jeden Fall. Ich finde so gegen Puff ist es auch voll wichtig. Fühlt sich dann immer einfach an wie ein ganz anderes Matchup. Wenn du mit Samus traden kannst, dann ist es echt viel besser. Okay, das war's. Ah, schade. Ein paar Prozent haben gefehlt. Ist immer schmerzhaft, wenn man schon seinen besten Kill-Move schon benutzt und er dann nicht killt. Mhm. Ne? Fühlt man sich so aufgeschmissen, was mache ich jetzt? Aber die Berge reichen natürlich auch. Schön. Ja, aus diesen Down-Airs, wenn Banane in der Luft ist, bekommt nichts zwar nicht viel, aber die sind halt ziemlich safe, wie er die macht. Boah, so gerade nicht. Ja, die Abi sah sehr, sehr gefährlich aus. Schön. Und daraus kann er noch comboen?
Und auch schön, dass der... Ja, welchen, oh, das war keine gute Position für Samu, so der, mit dem Rücken zu Falco. Aber nächstes Mal hat er auch echt immer ready für die Abis adoptiert, ne? Also ja, das ist immer die Option für die als erstes so ausschaut, wenn er neben Samus ist. Auch sehr wichtig. Schöne Laser. Ja, aber nach dem ersten Game in Banane ist es, glaube ich, anscheinend komplett egal. Oh, oh mein Gott, das wäre fast richtig sick geworden. Ist auch nicht so oft, dass man so sicke Samus-Kombos sieht, ne? Geil. Oh, Dash-Tag, nein. Ich dachte, er callt, dass er zu Ledge geht. Ja? Tötet immer noch nicht. Das ist einfach auf die gute alte Berge hoffen. Oh, ah, ja. Oder ja. Nee, er tut auch einen Job. Ja, schade für Banane, hätte er fast noch Stock rausbekommen. Abtilt, ja klar. Hätte er sogar, glaube ich, abwehren können statt down, ja, das hätte so mehr gebraucht. Schön. Mhm. Ja, und schon ist wieder even, wow. Okay, das reicht nicht. Oh, oh nein! No. Nein. Das wollen wir echt nicht sehen. Nee, gerade wenn es so close war. Auf jeden Fall. Ja, und jetzt geht nichts da komplett ab. Oh! Was? Das geht nicht mal! Ja. Er ist für alles gegangen, aber. Ja, aber er hat sich auch nur so halb durchgezogen, ne? Er hat so ein bisschen so vorhin gedrückt, war so, ah, mach ich jetzt, mach ich nicht, aber hat dann leider gar nichts erreicht damit. Aber die Kombo davor war verdammt gestört. Ja, okay. Laser okay. Hilft nicht. Ja, jetzt darf er sich halt bloß nicht verarschen lassen. Er lässt sich verarschen. Er lässt sich verarschen. Oh, was? What? Von einfach der Side-Plattform? Einfach oh mein Gott! Ach du Kacke! Das war sick. Wow, okay. Du musst sagen, ich bin echt zufrieden mit dem Match, den wir bis jetzt bekommen haben. Immerhin, weil es jetzt 1-1 steht, es kann schon mal kein Freeway-Teil geben. Ja. Das ist schon mal gut. Oh, FD geht, ja. Ja, ja doch, auf FD hat er auch besser abgestimmt als auf Yoshis. Auf jeden Fall offen für alle, aber auch krass, dass Banane das gerade noch zurückgebracht hat. Weil so dieser Lucky Headshot zu schlechtes DI von nichts mehr. Und er ist auch. Ah, okay, ich dachte, ja, gerade die schlechteste DI auf den Downsmash, deswegen. Ja, aber auch krass von Banane, ne? Weil wenn man im ersten Game so gestompt wird, davon wieder zurückzukommen, ist jetzt auch nicht so einfach. So als halt ein Matchup wie Falco Samus, da einen Freestock zu bekommen, ist. Wow, ist hart. Wow, gutes Space aus. Ja, das kannst du. Ja, aber irgendwas gegen die Double Laser muss ich auch mal einfallen lassen, ne? Ja. Oh, das tötet aber nicht, das ist einfach zu gut. Oh! Er hat so lange gewartet, aber trotzdem. Was war das für eine Sniper-Misse? Homing-Misse, meine ich. Oh, nee. Ey, geht nicht mehr rein, nee. Ich lass mich nicht mehr downsmashen. Ne, nichts wäre auch kein Charme. Der zieht auch gerne die Knarre so oft er will. Ja, ist auch nicht die Frage, wofür man jetzt so lookt als Falco. Möchte man Hits und dann warten, bis er zurückkommt, nochmal hitten? Oder gerne will man auf das Down-Tilt? Ja, er möchte es dringend, ich sehe schon. Und? Gangster Laser? Ja, die sieht immer geil aus. Oh, ah, schon wieder nein. So ja, Banane, auch jemand, der für Samus, weil man denkt immer, Samus spielt SD nicht so viel, schon etwas häufiger SD. Also nicht nur heute. Aber wir haben heute halt schon so 2-3 SDs gesehen mindestens. Ja, auf jeden Fall. Das ist halt zu viel als Samus. Ja, halt auch viel mit den R da schon, dass dann der Grapple nicht rauskommt, ne? Kante, ja. Was probiert ihr? Oh, aber ich weiß gar nicht, warum man da gesprungen ist von dem Tether, ne? Weil man kann ja einfach die Ledge graben. Ja, das ist Stock, wow. Der erste erfolgreiche Edge Guard aus Samus. Noch nie gesehen, sowas. True. Ja, kriegt einen Schein. Das kann man als Falco halt so richtig schön safe spielen. Immer wieder diese Double Laser. Ja, aber Banane sie hätten immer, findet ne? nicht so eine Antwort drauf. Ich glaube, du könntest halt vielleicht irgendwie so shielden und dann Upbeam machen. Ja. Irgendwie relativ close an der Ledge. Oh, man kann den Dumpster. Aber er lebt noch, er lebt noch. Oh, was? Sick, sick, sick. Stark, Banane. Jetzt muss er den Stock melken und irgendwie zurückkommen. Ah ja. Oh. Falsch Hitman. Ja. Oh, keine trifft. Aber trotzdem Edgeguard, wow. Ja, aber das zurückzubringen ist schwer auf FD. Ja, ja. Ja. Und ja, aber. Okay, das war's.
Ja, okay. Kein Charge-Shot mehr, One-Stock Lead of D, Rough auf jeden Fall. Aber ein Down-Smash. Eine Down-Smash. Oder ein Down-Tilt. Ja, schöner Wait von Nick Fred, dass er nicht gepanickt hat und sofort gesagt wie das. Oh nein, das ist ein... Oh mein Gott! Es kann gar nicht sein, dass er das wusste. Safe nicht. Oh, was? Was passiert hier gerade? Abtilt? What? Ah! Banane ist mein Lieblingsspieler. Aber nächstes Mal bringst du wieder ein bisschen Ruhe rein mit dem Laser. Ja, nein, wir sind wirklich nie diesen Tournament-Winner. Schönes Wort, das ist es. Okay. Ich mag dich schon voll gerne, aber jetzt will ich auch das Comeback sehen. Ey. Oh, das ja, war's. Ja, Comeback. Okay, Nick Fred confirmed, zweiter Feed. Im Pools. Und jetzt haben wir noch Banane Komori da. Jetzt geht's, wer dritter im Pool ist. Ja, gut. Ja, das wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen länger.